So, nachdem wir beim letzten Mal etwas eher Schluss machen mussten, weil man mich eingekesselt hat, ich war von Frauen umringt. Seid gegrüßt! Der Traum eines jeden Mannes. Hat mir nur nicht viel gebracht, weil ich nirgendwo mehr hin konnte. Deshalb mussten wir was eher beenden und diese 2 Minuten, die wir eher Schluss gemacht haben, die haue ich uns heute hier nochmal richtig auf die Glocke. Oh, wir haben aber schon eine ganz schöne Schergenarmee hier. Über 200 Lebensenergiepunkte. Das ist doch was. Na, ihr müsst auch draufhauen, ne? So, während die Spaß haben, gehen wir mal zurück nach Rauschingen. Da können wir uns nochmal mit der hiesigen Bevölkerung kloppen. Auf das wir möglichst schnell die 200er-Grenze voll haben. Haben sie wieder nur eine mitgebracht von den Lebensenergiekugeln. Na, schönen Dank. Naja, aber wir kommen ja hier oben auch nochmal an Schafen vorbei. Von daher ist das nicht so schlimm. Zeigt, wozu ihr fähig seid, Schergen. Los, ihr müsst draufhauen. Ich glaube zwar nicht, dass die Schafsböcke hier so stark sind. Aber man muss es ja nicht drauf anlegen, hier Schergen zu verlieren. Zumal ja meine Armee relativ gut ausgestattet ist, sage ich mal. Holt mir das. Hey, wieso hat das nicht geklappt? So, jetzt. Weg da. Weg da. Fatz. So geht man mit Schafen um. Meine. Meine. So, wie gesagt, wir begeben uns jetzt erstmal wieder in das schöne Rauschingen, kloppen uns mit der hiesigen Bevölkerung und gehen dann mal in den hinteren Bereich, wo die Halblinge auf uns warten. Da haben wir ja unter anderem auch noch ein Tor, das wir öffnen müssen. Zerschlagt alles, was nach Bauer aussieht. Alles! Und vergesst nicht die Lebensenergie. Die wollen wir nämlich auch gerne mitnehmen. Ah, wir haben die Bauern hier draußen vergessen. Die wollen wir natürlich nicht außen vor lassen. Die haben es doch verdient. Sie haben meine Beachtung verdient, auch wenn sie recht schlägerhaft ist. Oh. So, wo lang gehen wir? Gehen wir mal nach links. Da haben wir ja eh nur Frauen. Ich glaube, die zählen da nicht mit dazu. Weil für die Frauen gab es ja so ein Extra-Zähl-Dingens. Und ich glaube, da war 10 auch das Maximum. Immer schön töten. Ah, da ist noch eine Frau mit dabei. Da auch, was soll's. Sollen ja nicht denken, dass ich was gegen Frauen hab, ne? Also Gleichbehandlung, ich töte alles. Ich habe eine Vorliebe für Kadaver und ihr bildet... Ihr geht hervorragende ab. Oh, 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 Zeigt's der Milchkanne. Wir sind es nicht wert, von euch eingeäschert zu werden. Oh, ich denke schon. Ah, der eine, der erste da, der dreht schon am Rad, finde ich gut. Ich könnte sich auch ruhig Zeit lassen. Ah, da sind ganz schön viele Halblinge unterwegs. Die holen wir uns aber auch gleich alle. Ah, wer ist denn da noch? Der Fridolin, der Hans Günther. Da oben ist mir glatt ein Scherge hängen geblieben. Ah, kommt, nehmen wir die lieben, herzlichen Frauen noch mit. Macht's Platz, macht's Platz.
Oh, da hinten haben wir auch noch wen. So, das soll jetzt aber echt genug sein. Gucken wir mal lieber, was hier hinten noch so vor sich geht. Danke. Es wird mal wieder Zeit, dass wir uns hier mit den Halblingen kloppen. Angriff! Töten und nicht töten lassen, das ist das Gesetz der Stunde. Alles mitnehmen. Das ist alles recht wertvoll. Könnt ihr hier noch irgendwas gebrauchen? Sieht nicht danach aus. Was haben wir denn hier unten noch? Machen wir erstmal hier noch mit die Kisten kaputt. Alles Zeug, das meine Leute nicht gebrauchen können. Das ist aber schade. Ich höre ein Objekt glitzern. Das hört man immer so schön. Ein Zauber, aber kein Kampfzauber. Hatte ich schon erwähnt, dass ich normal eigentlich nur mit den Kampfzaubern spiele, weil mir dazu umständlich ist, andere zu wählen. Ihr habt einen neuen Dominationszauber gefunden. Wenn nicht, habe ich das ja jetzt erklärt. Weil das Problem ist wirklich einfach, es ist kompliziert hier. Die sind alle auf den F-Tasten gelegt, da die richtigen Zauber zu finden. Und normalerweise braucht man die auch nicht unbedingt. Also mit den Kampfzaubern kam ich bisher immer super aus. Helft mal mit, das muss hier zackiger gehen. Ich will hier nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag rumhocken. Ah, da können wir hier eine kleine Zwischenstation machen. Hier gibt es nämlich noch ein paar Bauern. Und natürlich wollen wir die Schatztruhe nicht vergessen. Fein. Ich liebe meinen Job als Overlord, du. Jetzt müssen wir aber trotzdem mit zurückgehen, sonst finden die Schergen wieder nicht zu uns und wir sollten einigermaßen gut bewaffnet aufbrechen zu den Hobbits, sonst gibt das nur Ärger, ne? Ich glaube, es genügt schon, wenn wir uns hier hinstellen, dann müssten die uns eigentlich schon finden können. Sonst haben wir Pech. Der Ruhezauber verlangsamt sich nähernde Gegner, sodass ihr mehr Zeit habt, sie zu töten. Rauschingen sieht so leer aus, warum? Verstehe ich nicht. So, jetzt haben wir schon mal einen Zauber mehr im Turm, den wir zwar nicht brauchen, aber man will ja nach außen hin angeben, ne? Wenn wir mal ehrlich sind, Klopapier braucht ja auch keiner. Trotzdem hat's jeder. Wofür gibt's Handtücher? Besonders in Hotels ist das schön. Einfach die Handtücher benutzen, dann am besten wieder zusammenlegen. Ah! Ich habe gute Ideen, ich habe gute Ideen. Hey! Immer diese Kritiker, die mit Obst und Steinen nach mir werfen. Helft mir, die werfen nach mir. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, Kisten. Die hätte ich jetzt eventuell sogar übersehen. Obwohl, ich denke eher nicht, weil hier noch Kisten sind. Und die laufen auch schon so zielstrebig dahin. Die wissen genau, was ich will. Vor allem will ich das gute Geld und das gute Porzellan. Das Porzellan vor allem zerstört am Boden, hätte ich statt gern, du. Das ist schon das erste Halblinghaus. An welchen Film erinnert mich das nur? Halblinge, dann noch diese Häuser? Nee. Also ich sehe da gar keine Parallelen zu irgendeinem bekannten Streifen. Ihr etwa? Wir können ja mal den Frodo fragen, der weiß da bestimmt Rat, ne? Ah, Musik. So aus, als ob die da unten ein Fest vorbereiten. Beeilung, Meister! Das möchte ich nicht verpassen. Ganz leise hört man die Feiermusik hier. Oh, oh. Hilfe, der werft schon wieder hier. Hör auf zu werfen. Ah, zum Glück habe ich Feuerbälle. Ah, ah. Okay. Haut drauf. Schnapp ihn euch. Haben die hier einen Troll in ihrem Lager? Ich fasse es nicht. Okay, ich sehe einen Werfer, der gut zu erreichen ist. Ich sehe zwei andere, die wir wahrscheinlich am besten wieder mit Magie bearbeiten.
sende ich mal erstmal meine Schergen aus hier. Oh, jetzt wirft der andere schon hier. Nein! Ja! Ah, jetzt ist meine Magie am Ende. Ah! Holt euch die Sau, die hat mich geschlagen. So, jetzt machen wir erstmal eine schöne Gartenfeier hier. Aber zack. Die zerstört die Häuser. Ich möchte sie nicht um mich haben. Ihr seid solche Schweine, ey. Ihr könnt euch echt nicht beherrschen. Ja, einfach in die Gegend schiffen. So macht er das richtig. Was haben wir hier noch? Kaputt machen! Ja, natürlich für mich. Da hinten scheint zu sein, aber da stehen ein paar Gefäße rum. Da ist vielleicht ein bisschen Gold drin. Wir können uns wohl noch nicht ins Getümmel stürzen. Solange wir hier beschäftigt sind, solltet ihr herausfinden, wo diese Gierschlunde das Essen von Rauschingen... Boah, irgendwie hat sich mein Spiel gerade minimiert. Verzeiht mir! Aber jetzt bin ich wieder da, voll und ganz. Sieht so aus, als ob ihr in eurer großartigen und beeindruckenden Gestalt dort hineinpassen würdet. Na, selbstverständlich passe ich da rein. Die Tür ist ja breit genug, ne? Oder willst du mir sagen, dass ich fett wäre? So, mach mir mal auf hier. Und dann gib mir alles, was nach Gold aussieht. Quartiere der Halblinge. Das kann ja was werden. Macht alles kaputt hier. Damit die gleich wissen, wer hier da ist. Tut mir auf die Pforte. Oh je. Wir sind hier nicht allein. Haut drauf. Oh, hier ist was los. Nehmt hier alles auseinander, das sage ich euch. Wir lassen keinen Stein auf dem anderen. So. Einfach schön alle Schergen aussenden. Hier gibt so viel zum Zerstören, da haben die Weißgott genug zu tun. Oh shit, zu spät, die sind schon wach. Auf keinen Fall weg. Angriff! Na siehst du, hat doch wunderbar funktioniert. Von wegen, ich darf die nicht wecken. Oh, ich danke euch. Was haben wir denn hier unten noch? Ich würde aber auch sagen, bevor wir hier dann weitermachen, begebe ich mich erstmal nochmal zurück zum Turm. Denn irgendwas stimmt hier gerade nicht mit dem Spiel. Ich weiß nicht, warum es das runtergeschoben hat, aber das ist mir zu gefährlich. Da das Spiel ja auch automatisches Speichern hat und so weiter, würde ich gerne erstmal zum Turm zurückkehren. Und da abspeichern, damit wir hier keine Probleme bekommen. Das wäre ja höchstgradig unschön. Ah, hier liegt noch... Ey, das Geld ist verschwunden. Da verlassen wir erstmal dieses schöne Gebäude wieder. Wir gehen aber zu Fuß, weil dann können wir auch nochmal an Rauschingen schnell vorbeigehen und dem ein oder anderen eine von Latz knallen. Ihr kennt ja meine Verderbtheitswünsche. Die Bauern müssen sterben. So sieht's aus. So sieht's aus. So nicht anders. Ach so, da fällt mir ein, wenn wir schon mal hier sind, können wir doch auch das Geld wieder mitnehmen, ne? Bringt mir das Geld. Es schadet nie immer mal ein bisschen stark bei Kasse zu sein, zumal wir ja den Weg der Verderbtheit gehen. Das bedeutet, wir kriegen weniger Gold, weil uns die Menschheit natürlich nicht dankbar ist und uns keine Steuern zahlt deshalb, ne? Sollten wir immer mal gucken, dass wir irgendwo noch ein bisschen Kohle herkriegen. Von hier und von da. Sieht so aus, als ob die da unten ein Fest vorbereiten. Das hast du schon mal gesagt. Meister, das möchte ich nicht verpassen. Ach, was du verpassen willst oder nicht, ist mir doch egal.
Nehmt schön alles mit. War da kein Geld drinne? Das ist aber tragisch, hör mal. Aber ich weiß ja zum Glück, wo noch ein paar Geldruhen stehen. Zum Beispiel hier. Oh, herrlich das Geklimper. Da spürt man gleich, wie wertvoll man doch ist, ne? Die andere Truhe war hier weiter unten, ne? Ja, hier war die. Vorwärts. So, dann ziehen wir mal eine blutige Linie hier bis zum Turm rüber. Sie kommen! Schnell! Patz! Krabam! Ihr seht... Ja, ich sehe irgendwie aus. Das habe ich schon kapiert. Das ist mir aber herzlich egal. Ihr könnt euch einschleimen, wie ihr wollt. Ihr seid alle tot. Tot seid ihr, sage ich euch. Tot! So, hier unten haben wir auch noch ein paar. Wir... Na, aber der brennt auch so. Die lassen wir jetzt ganz im Frieden brennen und begeben uns inzwischen mal zu den Schafen hier hinter. Los, Schäflein, los. Und jetzt schön auf die Omme. Hilfe! Lass das, geht weg. Blöde Schafe. Bei den Schafen gibt es ja auch immer schön Lebensenergie obendrauf. Das freut mich natürlich sehr. Wir werden später noch sehr viel davon benötigen. Zumindest von der braunen hatte ich eigentlich immer genug, weil man sammelt hier so viel braune Lebensenergie, gerade am Anfang des Spiels, wo wir ja noch sind. Und wir haben ja jetzt schon so viel davon, dass wir damit glatt um uns werfen könnten. Und jetzt folgt mir zurück zum Turm. Das war ein schönes R, oder? Ich bin voll der Pirat, ey. Da sehe ich schon das schöne Turmportal, das uns führen wird in die heimischen Gestade. Alle mal nach Hause und ab in den Turm. Wunderbar, da haben wir jetzt gespeichert und ich würde sagen, wir machen hier auch gleich mit Schluss. Dann können wir hier beim nächsten Mal ganz in Ruhe weitermachen. Dann begeben wir uns auch zurück in die Quartiere der Halblinge, um zu schauen, was da so los ist. Macht's gut. Schnapper.